So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Empire Total War. Wir sind hier gerade so dabei, unser Reich auszudehnen. Die Verstärkungstruppen, die irgendwie in der Kaserne ein bisschen mehr aussahen, was weiß ich, die sind auf dem Weg. 4251 kriegen wir nächste Runde, höchstwahrscheinlich. Beliebtheit sieht derart aus, dass wir gänzlich unbeliebt sind. 1215 kostet das Reparieren. Schande. Aber das bringt dann was, wa? Was macht denn das Ding? Repression 12%? Ja. Okay. Machen wir in der nächsten Runde. Hier reparieren wir. Ich will mich jetzt hier erstmal ein bisschen breiter noch aufstellen. Das heißt, noch ein bisschen forschen. Schlicht, um dann die Möglichkeit zu haben, bessere Gebäude zu bauen, die dann uns ein bisschen was noch ermöglichen an Geld, was wir verdienen, und auch hoffentlich an Beliebtheit. Denn ich bin ja ein Mann fürs Volk, müsst ihr wissen. Und dementsprechend möchte ich auch, dass mein Volk mich zu schätzen weiß. Eine neue Nation entsteht. Krimkhanat. Ach du Schande, wo ist denn das? Krimkhanat? Wo ist denn das? Eieieiei. So, hier reparieren wir gerade. Das ist gut. Die Verstärkungstruppen sind auf dem Weg. Wie sieht's hier aus? Beliebtheit? Oh. Widerstand ganz wenig nur noch. Oh, ist ja cool. 7, 6. Krass. Wie viele Truppen haben wir denn hier noch? Ja, ist okay. Und hier, wie sieht's hier aus? Warte mal, hier können wir noch was bauen. Gouverneurspalast. Plus 3 Repressionen. 9% Bonus. Hier könnte man eine Mauer bauen. Ich mach mal das. What? Können wir hier noch irgendwas bauen? Hier könnten wir auch noch einen Gouverneurspalast bauen, eine Mauer. Die Mauern sind halt immer so scheiße teuer, wisst ihr? Die helfen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt so großartig helfen bei irgendwelchen Problemsituationen. Eieiei. So, wie sieht's hier aus? Beliebtheit 02. Ist ja immer noch hier so viel. Ah. Können wir hier nicht irgendwas abreißen und dafür was Neues hinbauen? Was ist denn das hier? Das ist ein Bauernhof. Gut. Was ist das hier? Eine Webhütte. Bringt Geld. Was haben wir hier im Bauernhof? So, was, den reißen wir jetzt mal ab und dann bauen wir da ein Freudenhaus hin oder sowas, damit die Beliebtheit hier steigt. So, nee, wir bauen hier. Ah, ich weiß. Ein theologisches Kolleg bauen wir dahin. Brauchen wir ja auch mal, dass wir hier noch so ein paar Geistige kriegen, die dann hier zum Missionieren gut sind. So, ja. Das war dann dies. Wie sieht's aus mit unserem Handel? Handelsrouten wachsen und gedeihen. Gegen die hier müssten wir eigentlich auch noch mal vorgehen. Was ist hier? Großbritannien im Frieden. Aber das ist hier schon England? Alter. Was haben wir hier? Frankreich im Frieden? Württemberg im Frieden? Hatten wir jetzt mit Württemberg schon was gemacht? Oh, Frankreich, Württemberg? Württemberg, 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 Württemberg? Nee. Württemberg. Württemberg. Jo. Verhandlungen eröffnen. Handelsabkommen anbieten. Rutsch. Ein zufriedenstellender Abschluss unserer Gespräche. Gehabt euch wohl. Sehr gut. Wieder ein bisschen mehr Geld in der Staatskasse. Denn mit Württemberg kriegen wir jetzt hier nur 10 raus. Super. Ah, guck mal, hier kann man noch was bauen. Eine Kirchenschule, eine Schule, eine Poststation, eine Werkstatt. Ein Hafen wäre mir jetzt hier ehrlich gesagt lieber gewesen. Hier Memel. Wann wächst denn Memel? Das heißt, wir brauchen wirklich das, und das ist in der Forschung. Wo wird denn das bevor erforscht? Ah, in Krakau, Schiete. Also. Gut. Dann müssen wir das dann hier machen. Dann können wir nämlich hier neuere Pachthöfe machen, die dann ein bisschen mehr Wachstum bringen. Naja, gut. Wartet mal, wir können ja hier von hier. Hier haben wir ja zwei Typis drin, ne? Hier haben wir sogar drei. Gehen wir da hin. Ich bin ein Instrument eures Willens.
Das freut mich. So muss der. Oh. Hallo. Attentat ausführen auf den. Ich hoffe. Ich hoffe, dass er das jetzt schafft. Dann können wir nämlich da auch weiter forschen. Ah, jetzt müssen wir noch eine Runde warten. Schiete. Attentat erfolgreich. Oh! Der Agent hat seine Mission erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, wir können das jetzt hier noch reparieren, oder? Oh. Wir müssen noch eine Runde warten. Bis dann die Forschung soweit voranschreiten kann. Ei, ei, ei. Krieg erklärt. Vereinigte Provinzen. Deren verbündet Österreich, Hannover, Großbritannien. What the fuck, Alter? Mir wurde aufgetragen, euch darüber zu informieren. Gut. Oh, Alter. Jetzt habe ich meine Truppen gerade hier hingezogen. Schiete. Das ist da nicht zu glauben. Sie wollen mir mein Land rauben. Technischer Fortschritt, verbesserte Tierhaltung. Sehr gut. Handelsabkommen beendet, Vereinigte Provinzen. Naja, gut. Das ist jetzt ein bisschen Geld, was uns dann durch die Lappen geht. Ja, warte mal, Forschung. Forschung. Was ist hier? Was ist denn das? Bringt mir das? 10% Kosten auf den Bau von Metallverarbeitungsprojekten, 10% für den Bau von Minen, ermöglicht den Bau von... Ah, warte, da hat mir gerade der Fuß gejuckt. Eisenmine, Silbermine, Goldmine. Ist schon richtig gut, ne? Gut, lassen wir das mal. Haben wir das jetzt hier repariert? Ja. Wir sind dabei. Was ist denn das hier? Stadt Wohlheim, Bayern im Frieden. Wir müssten jetzt eigentlich von hier noch Zeug darüber schicken. Scheiße. Lustgarten, Zufriedenheit. Brauchen wir hier erstmal nicht, oder? Brauchen wir hier Zufriedenheit? Ja, Zufriedenheit ist super. Ja, dann komm mal her. Ey, wir sind hier so offen. Das ist eklig. Aber können wir hier bauen? Gouverneursvilla oder Militärgouverneursvilla? Repression 2 und 6. Was können wir dann hier produzieren? Dragoner, Regiment zu Pferde, Fußartillerie. Ich weiß nicht. Das bringt uns eigentlich mehr und da rekrutieren wir später eh nicht mehr. Komm, wir machen das. So. Tüff. So, ja, genau, du kommst dahin. Wie sieht es hier mittlerweile aus? 2 und 0. Arschloch. So. Ach, da kann ich noch einen Bauernhof bauen, oder was? Gib mir den Keks. Habe ich das extra abgerissen. Hm. So. Das wird repariert. Mensch. Aber der Priester steht schon hier, oder? Kriegt er so mehr? Warte mal, hier können wir direkt vor Ort rekrutieren, wa? Gut. Dann machen wir das mal so. Hier bauen wir jetzt was hin, und zwar eine Poststation. Was bringt die? Zufriedenheit, Unterklasse, erzeugt Lebemann. Werkstatt, 300 Provinzwohlstand, pro 7 Städterwohlstand pro Runde in der Provinz. Ja, bringt uns eigentlich am meisten. Da kommt Geld in die Kasse. Was wir dringend benötigen. Und wie sieht es hier aus? Da haben wir einen Agenten. Wer kommt denn da hin? Gut. Beliebtheit ist hier auch nicht so dolle. Naja. Was kriegen wir nächste Runde? 4970. Okay. Was ist das hier? Osmanisches Reich. Russland im Frieden. Nee. Was haben wir hier? Österreich im Frieden. Naja.
Ich finde das immer lustig bei dem Spiel, wenn man das spielt, es kommt irgendwie immer ganz anders, als man vorher gedacht hat und auch anders, als man die letzten Male gespielt hat. Das ist ganz spannend, finde ich. Naja. So. Eine Runde weiter. Dass die Schweinehunde mir einen Krieg erklären, finde ich ja ganz unverschämt. Ja, genau. Stell dich an die Grenze. Du Honk. Du kannst nicht einfach friedlich zu mir sein. Wir hätten so gute Nachbarn werden können. Ich hätte mir den Zeitpunkt des Angriffs selber aussuchen können, aber nein. Du musst mir den Krieg erklären, Arschloch. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Armee? Naja, wir rekrutieren. Warte mal. Paar Kanonen, wir rekrutieren mal noch. Ist das Miliz? Nee. Was kostet denn Miliz eigentlich? 170 und die kosten 280. Naja. Nee, weg damit. So. Gut. Wie viel kosten die in der Rekrutierung? Ach du Schande. Warte, haben wir noch was zu bauen? Lustgärten, Zufriedenheit, Zufriedenheit, Stadt, nationales Prestige. Brauchen wir momentan noch nicht. So. Versuchen wir es. 9,9, was bringt die Repression? Okay. Naja, komm, wir versuchen es mal. Sind in der Falle. So weiter belagen. Sie werden verrotten. Und ihr kommt dann auch noch mit dazu. Warum auf die Schlacht vorbereiten? Beginnt mit der Belagerung. Ich speichere vorher, Leute. Nehmt's mich übel. So, Spiel fortsetzen und ja, seht ihr, ich wusste es doch. Laden. Jo. Und das ist ja auch ein schönes Bild. Oh Mann, 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 ey. Das ist doch nicht zu glauben. Wie lange brauchen die denn rund bis zur Kapitulation? 4. Naja, gut. Da keine Verstärkung kommen kann bei denen. Gut. Belagerung fortsetzen. Wir rekrutieren dann hier gleich mal noch ein paar Truppen. Ja, so. Und dann hier in Brandenburg auch nochmal. 4 Stück. Da kommt doch Freude auf. Und hier auch nochmal. So, wie viel kommen wir denn hier noch? Das kostet 540, 395. Gut. Haben wir hier zwar eine sehr kanonenlastige Armee, aber was soll's. Zusammen mit denen sollte das dann einigermaßen klappen. So, jetzt zeig mal her, was haben wir denn jetzt hier für Truppen? Oh, was hast du? Ich speichere nochmal. So. Dann gucken wir mal. Stärke und Ehre. Weiter! Bereit machen für die Schlacht! Gut, gucken wir mal, ob das klappt. Ich glaube ja nicht, aber was soll's. Man muss hier auch manchmal ein bisschen Misstrauen haben. Gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Dann raste, mein Freund. Es sei dir gestattet, im Namen, allem, was uns lieb und teuer ist, wie auch immer. Wo ist der? Da ist der. Agentin. So, du gehst mal dahin. Sabotage. Sie haben die Gelegenheit, eine Sabotage durchzuführen. Eine Möglichkeit, etwas Chaos zu stiften. Infiltrieren. Können Armeen und Siedlungen infiltrieren und ausspionieren. Sabotage. Glücklicher was? Sabotage. Das Ziel. Gucken wir mal, was uns das bringt.
Wüsste es ja nicht so genau. Was haben wir hier? Schweden im Frieden, naja. So wie ich mich kenne, sind wir nicht mehr lange mit Schweden im Frieden. Spionage enttarnt. Er kam mit dem Leben davon, aber nun hegt man Misstrauen ihrer Fraktion gegenüber. Naja, das ist ja eh egal. Wie kann ich euch dienen? Und bis zur Kapitulation 3. Sehr gut. Was kommen wir hier bauen? Gouverneurspalast. Okay, und hier? Opernhaus oder Königliches Observatorium. Gut. So. Und so. Gut. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass das jetzt hier klappt. Lasst das Schlachtsignal ertönen! Oh, oh, oh. Wir lagern den mal. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Weiter! Vorwärts! Ziehen wir mal unsere ganzen Truppen dahin. Weiter! Linie bilden! Nachschub wird gesammelt. Auf Position, Euer Majestät. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit der Belagerung aussehen wird, aber wir versuchen einfach mal unser Bestes. Sie sind in der Falle. Weiter belagern. So, die Truppen kommen dann bald. Wie sieht es denn hier nun mit der Beliebtheit aus? Immer noch null, Alter. Ey, ihr seid doch so widerspenstig. Ist ja nicht zu glauben. Guck mal hier, das habe ich auch vorhin erobert und die sind jetzt schon freundlich. In der Falle. Sie werden verrotten. So, belagern wir doch einfach mal weiter, ne? Hier, Beliebtheit. 8 und 4, Repression ist 8. Gut. Das heißt, hier können wir noch nicht viel machen. Hier gegen Polen müssen wir auch ganz schön was auffahren dann später. Und dann ist natürlich hier hinten das Problem im Osten, dass die Regionen an sich sehr, sehr groß sind. Das heißt, man muss dann schon von einer Stadt zur nächsten ein, zwei Runden einplanen immer, bis man da überhaupt hinkommt. Das ist dann schon ziemlich hart. Dafür hat man hier hinten auch den Vorteil, dass hier komplett sicher ist. Also wenn wir die dann hier eingenommen haben, brauchen wir eigentlich kaum Truppen da. Zum Beispiel hier oder hier. Da kann ja dann nicht kommen, wenn wir hier sicher sind. Wildnis, Karakumwüste. Okay. Naja. Haben wir jetzt eigentlich schon was eingenommen? Nö, wa? Ich möchte aber jetzt was einnehmen. Komm, wir warten jetzt hier auch auf. Ah, ein Ort des Lernens und der Kultur. In der Tat. Vor allem der Kultur. Und vielleicht auch der Lernkultur, man weiß es nicht genau. Da scheiden sich mal die Geister. So, 1711. Also wir müssen bald mal ein bisschen auftreten hier mit dem Erobern. Ärgerlich. Technischer Fortschritt, einfache Pumpe, sehr gut. Rekrutierungsbericht, klappt. Haut hin. Braucht noch ein bisschen. Weg ist versperrt. Ja, jetzt habe ich. Ist okay. So. So, was kann man denn hier? Eisenmine, dürftiger Ertrag. Eisenmine mit Dampfpumpe. Ja, bringt Geld. Mach mal. So, die Beliebtheit dann wieder ein bisschen im Arsch, aber was soll's. So, warte mal, hier rekrutieren wir jetzt mal schnell noch. So. Ja, und jetzt haben wir schon wieder so viel Militär, dass wir gar nicht
klarkommen eigentlich. So, wie sieht's hier aus? Bundes- und Kapitulation 2. Okay. Und hier Beliebtheit. 9,5, immer noch 8 Repression. Ja, Mensch. Warschau. Wenn die dann da oben fertig sind, werden wir einen Teil von den Armeen runterziehen und hier Polen fertig machen. Zumindest erstmal belagern, dann werden wir mal sehen, was dann so ist. Warte mal, hier haben wir doch einen Spion mit drin, oder? Ja, hier Spion. Warte mal, du kommst mal hier hin. Ich möchte mal sehen, was da noch so alles im Verborgenen liegt. Vielleicht sehen wir ja noch Armeen, die wir eigentlich nicht sehen sollten. Oder wollten. Je nachdem, wie wir es nehmen. Alter, wir könnten Prag jetzt so was von geil einnehmen. Oh, Alter. Mensch, dass wir uns jetzt hier die Einheiten so binden müssen. Ach, das ist ärgerlich. Auch eine geile Animation. Geben die jetzt auf oder was? Würde ja mal Zeit werden. So. Gefechtsaufstellung. Sie verteidigen sich gegen eine polnische Streitkraft. Ach du Scheiße. Speichern. Speichern. Spiel fortsetzen. Und. Wow. Okay, okay. Belagerung läuft. So. Niemand ist unter. Belagerung gebrochen, Euer Majestät. Sieht aus, 4-0. Sehr gut. Dann können wir jetzt die ganzen Armeen nehmen. Warte mal, wir gucken erstmal. Meine Augen gehören euch. Danke. Zu freundlich. So, naja, dann kommt hier die nächste Belagerung auf uns zu. Bereit machen. Erwarten Befehle. Sir, Truppen, vorwärts. Vereinigt euch. Na, viel ist es nicht, was wir da kriegen. Kommt man da hin? Jetzt können wir hier ein Theater bauen. Naja, ganz schön teuer für ein Theater. Was haben wir hier? Nachschub sammeln. Jo. Mal bitte. 4 und 6, das hat 8 Repressionen, das heißt, wir können die Hälfte rausnehmen. So, so. Verbindet euch mal mit denen. So, hier kann man ohne was bauen. Gut, jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Aber was soll's? Bereit machen und Befehl erwarten! Bereit machen! Yes, Sir! Vorwärts! Marsch! Siedlung wird belagert! Speichern wieder? Naja, gut geht ja. Die Belagerung ist vorbei. So, was haben wir denn jetzt hier? Provinz erobert, sehr schön. Fraktion vernichtet. Oh, das tut mir ja fast leid. Da sind sie selber schuld. Ich hätte die in Ruhe gelassen. Wenn sie sich nicht so gesträubt hätten. Frankreich im Frieden, Marine. Ach du Schande. Hier können wir jetzt mit vielem rechnen. Sir, Männer, vorwärts! Outfit. So, jo. Alter, krass. So, wir kommen sanieren. Marsch!
Weitere Befehle? Ja, Sir. Sofort. Du kommst rein. Wir können ja dann jetzt mit dem Auftreten von Rebellen rechnen. Weitere Befehle? Ganz klar. So, geht da hin. Tier 05. Repression haben wir 10. Jo. Geld, wie sieht's aus? 3767. Gut. Dann lassen wir es mal weiterlaufen. So, gut. Forderung schreiben Niederlande. Ja, Forderung. Repräsentantenhaus. Das ist schon mal gut. Das reparieren wir. Nationalobservatorium. Admiralität. Reparieren wir die auch mal. Das hier, können wir das reparieren? Ja. Gut. Bereit machen und Befehl erwarten. Du kommst damit hin. So, Beliebtheit ist jetzt hier natürlich immer noch im Keller. Ganz klar, weil wir sie von der Steuer befreien kurzzeitig. Na? Bereit und in Erwartung von Befehlen. Macht sich jetzt auch nicht so super. Ach, dann nehmen wir lieber das Geld mit und schlagen dann die Rebellen. Ist ja nur eigentlich auch egal. So. 30 haben wir noch. Mensch. 4225 kriegen wir raus. Dann guck mal, so sehen wir jetzt aus hier. Sehr lang gezogen. Also hier ist ja das nächste Ziel. Die Polen da noch zu erlegen. Wobei, wir könnten auch einfach mal, pass mal auf, Polen-Litauen, Verhandlungen eröffnen. Frieden anbieten, wenn sie Protektor werden. Selten zuvor wurde unsere ruhmreiche Nation so leidig. Naja, toll. Frieden anbieten. Okay. Wagt nicht zu hoffen, dass dieses Abkommen unsere Ablenkung gegenüber Nationen mildert. Okay. So, Verhandlungen eröffnen. Habt ihr Technologie? Kriegt das. Und dafür kriege ich ein Handelsabkommen. Gut. Und schon kriegen wir wieder ein bisschen mehr raus. Arbeiter streiken, ey, ich glaub's ja. So, Großbritannien. Ach, Menno, ey. Mit denen sind wir im Frieden. Ist ganz schön tricky hier alles so. Das sind hier mit den Armeen. Du sollst dich mit denen verbinden. Für Krone und Vaterland. Bereit machen und Befehl erwarten. Eigentlich müsste ich die Polen fertig machen. Auf Position, Euer Majestät. Naja, gehen wir mal weiter. Ein bisschen was erobert haben wir ja. Wir haben die Niederlande gekriegt. Das ist doch immer was ganz Schönes. Da können wir jetzt das Drogenverbot rechtzeitig einführen. So, okay. Forderungsschreiben Niederlande. Arbeitsaufstand Niederlande. War ja klar. So, mehr. Ich warte jetzt auf die Rebellion, dass wir die niederschlagen können. Und dann ist ja wieder alles Schnieke. Denkt man zumindest. Oder hofft man? So, warte mal, wie sieht es jetzt hier aus? Beliebtheit 4 und 5. So, kommt her. Gouverneurspalast, Repression, Bonus auf Steuereinnahmen. Nehmen wir. Wie sieht es hier aus?
11 von 6, Repression 10. Manöver abgeschlossen! Armee. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Was hast du? Die Kanonen, da haben wir schon ein paar Kanonen. Na komm, dann nehmen wir hier mal noch von denen. Die. Ja, 8 und 3, das geht auch. So schön, hier bauen wir noch aus. Müssen wir auch noch ausbauen. Sehr schön. Oh, momentan. Stillstehen. Und Ruhe, ruhig sein. So. Naja, hier müssten wir eigentlich auch mal rekrutieren noch. Was bei denen aussieht, sehen wir ja jetzt auch nicht mehr. Nee. Alles roll. Hier wird noch gebaut. Ne, wird's nicht. Industrieller Eisenminenkomplex. Hm. Oh. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns auch nicht leisten. Ärgerlich. Einmal weiterlaufen lassen. Ich möchte jetzt in der Folge noch Polen einnehmen. Also das letzte polnische Gebiet. Oh, oh, oh. Das sind ja zwei Armeen jetzt. Technischer Fortschritt. Fuchsefeuer, Hochofen. Gebäude, richtig. Pachthöfe, Rebellion. Niederlande. Sehr schön, endlich. Also wir haben jetzt hier noch minus 21. Wenn wir die jetzt hops nehmen. Rutsch, Patsch, Sieg. Unbesiegt. Wir haben, das sind wir, wa? Ja, 152 verloren. Euer Majestät, ja. Erwarten Befehl. Und Platsch. Sehr gut. Können wir hier mal schnell reparieren? Das Gequalme geht mir hier auf den Keks. Haben wir sonst noch irgendwo was zu reparieren? Nö, wa? Nö. Gut. Dann komm. Bereit machen! Alle! Vorwärts für Krone und Vaterland! Jetzt hier aus 6 und 1. Naja. Was haben wir hier? Marinerat. Großes Opernhaus. Alter. Jetzt können wir hier oben noch bauen. Gouverneurspalast. Ja, komm. Und so. Hier können wir auch noch was bauen. Und ja, ich rekrutiere jetzt erstmal nicht mehr. Weil wir jetzt, wie ich in der letzten Folge, oder war das in dieser Folge, keine Ahnung, wie ich schon mal gesagt habe, werden wir es jetzt so machen, dass wir unseren Haushalt konsolidieren, wie es in der Politik immer heißt. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen aufbauen müssen. Nicht an Geld, aber so an sich, an Gebäuden, wie wir es ja jetzt hier die ganze Zeit schon machen. Technischer Fortwechsel mit vier Dingern. Senkt die Wahrscheinlichkeit 4% auf Wohlstand durch Bauernhof, steckt nationales Prestige. Gut. Arbeiter streiken, Niederlande. Ja, ist okay. Und hier können wir noch was bauen. Marinerat, Kommunikiserei. Ne, das bringt uns ja alles nichts. Ich das mal so nehme, sind wir her. 0 und minus 5. Das ist natürlich toll. Wie sieht es hier aus? Ich will die hier unbedingt irgendwie kriegen, Alter. Mhm. Wir werden halt jetzt dadurch, dass wir jetzt so viel bauen, dann nahe Zukunft ganz viel kriegen. Minus Zufriedenheit, Finanzierung, 400 Provinzwohlstand, sehr gut. Was ich auch immer nicht verstehe, Zufriedenheit durch Industrialisierung, wisst ihr?
Das ist so zum Kotzen. Es gibt mehr zu essen. Es gibt dadurch mehr Geld. Es werden Arbeitsplätze geschaffen. Also kann doch nicht angehen hier. Ganzer Kram. Naja. Müssen wir hier wohl noch ein bisschen warten. Warte mal, kannst du nicht hier mal ein Attentat verüben? Sabotage. Untersuche Ziel. Kommt jetzt zwar eine Kriegserklärung gleich, aber. Zielfraktion Polen ist und sabotiert von Karl. Der Eventet seine Sabotage, mein Feind erfolgreich beendet. Er ist unerkannt. Entkommen und steht ab nächster Runde für neue Befehle zur Verfügung. Okay. Was bringt uns das jetzt? Oh. Eieiei. Was haben wir hier? Ja, mein Lord. Ein paar Kanonen. Ja, muss ich jetzt von der Steuer befreien? Wie sieht's denn aus? 11 und 6. Ja, da muss ich jetzt mal kurz mit diesem Verlust leben. Alles bereit machen! Sir, eure Befehle? Also wenn ich jetzt mit zwei Armeen da anmarschiere, speichern einfach mal, gucken mal. Speichern, jo. Man muss ja hier auch mal ein bisschen mal testen. Krieg erklären. Ah, scheiße. Schlachtlinie bilden! Sir! Beginnt mit der Belagerung! Sie werden verrotten! Siedlungen belagert! Ah, die nehmen wir noch. Gut, gucken wir mal. Ah, fuck, Alter. Spiel lang. Dann lassen wir das noch. Weil dass sie mit Russland verbündet sind, ist ja oll. Ist ja richtig oll. Ich meine, vielleicht könnten wir ja erstmal gegen Russland ziehen. Hm? Wo ist denn Russland überall? Da oben? Moskau? Ist ja schon wieder schwierig, ne? Gucken wir mal, was die machen. Wir können natürlich auch einfach mit allen Krieg führen. Oder nee, wartet mal, wir machen das anders. Wir lassen mal Polen in Ruhe. Und holen uns hier Österreich. So. Gut. Genau so machen wir das. Das heißt, die Truppe kommt nicht da hin, sondern die kommt da hin. Bayern holen wir uns danach. Wir gucken mal kurz Österreich. Wie groß ist Österreich? Ja, also die beiden Regionen gehen schon mal ganz sicher an uns. Dann haben wir hier so eine kleine Grenze mit denen. Naja, das ist ja kein Problem. Dann sollten wir kriegen. Guck mal, hier haben die eine Goldmine. Alter. Wie sieht es mit dem Geld bei uns aus? 4110. Naja. Nicht der Hit, aber hat man schon schlimmer. Ne? Ich meine mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt Österreich einen Krieg erklären, dann sind wir hier eh gearscht. Fürs Erste. So, was brennt denn da? Hier, Webhütte. 1620? Wollt ihr mich denn verarschen? Leute, geht doch nicht an. Rekrutierung. So, und dann hier nochmal ein bisschen rekrutieren. Oh, da können wir noch hin. Ne, können wir nicht. Mit Armee. Nun komm. Dann haben wir hier eine Armee. Du kommst. Warte mal. Da ist Ditte.
Das ist hier eine Provinzhauptstadt? Ja, wenn das klappt, ey. Dann haben wir da jetzt so einen Einmarsch getätigt. So, gut. Gut, dann warte doch. Mir doch egal. Ach, guck mal, hier haben wir Russland direkt vor der Tür. Ey, ey. Naja. Mal ein bisschen Säbelrasseln hier, ne? Brauchen wir auch mal ein paar neue Städte. Wir haben so lange nicht mal gekriegt. Wie das weitergeht, sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Empire Total War mit Schulle. Bis dann, tschüss.